Oh Mann. Okay, wenigstens haben wir noch mal ein paar Hinweise gefunden. Wofür auch immer die jetzt noch so gut sind. Jetzt aber schnell. Leg mal einen Zahn zu. Jetzt schließlich noch Ashley holen. Warum sind hier keine Blutspuren? Sollte das mit Absicht eine falsche Fährte sein? Das könnte natürlich sein. Aber hier sind wieder Spuren. Ash? Ha. Ashley? Ash. Okay. Da rein? Nee, nee, nee. Wir gehen erstmal nach hinten. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar noch mal ein Totem hier irgendwo finden. Ganz schön weitläufig. Ja, da hinten ist sogar wirklich was. Nicht, dass hier wieder irgendwo eine Überraschung kommt. Verlust-Totem. War nicht gut. Das wollen wir vermeiden. So. Dann gehen wir da mal rein und schauen mal, was uns erwartet. Was? Schlachterhaus? Ashley! Ashley! Oh. Gott verdammt! Dreckiges. Ash, ich bin hier! Wo bist du? Dieses Scarejump-Dinger. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte! Hilf mir! Ich komme, Ash! Geht einfach weiter mit mir! Was ist passiert? Chris! Er hat mich gefesselt! Ich bin gefesselt! Ashley, ich hol dich da raus! Keine Sorge! Oh. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh, krankes Arschloch. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier! Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh. Nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Aber wie? Kumpel. Oh mein denk Gott. Denk nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Ich meine, es ist ja auch ziemlich... Scheiße. Was sagt man denn da jetzt? Josh? Ashley? Scheiße. Ich wollte diesmal Sachen anders machen als beim letzten Mal. Also schauen wir mal, was bei rauskommt. Gott, Ash! Tut mir leid. Das will ich mir nur ein, Chris. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Was soll ich denn tun? Bro!
Bro, wir haben so viel durchgemacht. Komm schon, ich will nicht so abtreten. Und ich will eigentlich bitte, gar keinen von beiden. Ich hab solche Angst, bitte, er darf uns nicht umbringen. Nein, ich mach gar nichts. Vergiss es. Aber es wird wieder besser, Mann, ich schwör's. Ich mach gar nichts. Nein, es ist verkehrt, das meinte ich nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Es tut mir so leid, ich hab das wirklich nicht gewollt. Ja, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn. Nein. Aufhören, das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Es geht beiden Hälften gut. Ich komme, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Oh Mann, ey. Psst, wir müssen weg, okay? Ganz und gar nicht gut. Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Der ist tot. Halt direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und sollte ich denn was tun? Wir haben gar nichts gemacht eigentlich. Weich hat sich von alleine gestellt. Was? Oh mein Gott, Chris! Aber ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt Ash genommen hätte. Ich hab ihn getötet! Es war meine Schuld, Matt! Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen! Halt doch durch, Gesicht! Hey, wir werden die Sache klären, Mann! Matt, wir müssen sofort Hilfe holen! Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Naja. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Nicht gut. Wenn ich die Weiche auf Ashley gestellt hätte, ich habe keine Ahnung, was passiert wäre. Keine Ahnung. Oh. Du freust dich, wa? Kranker Bastard. Da sind wir wieder. Ja, toll. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Naja, es geht so. Naja. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ja. Was wollen sie? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Ja? Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Hm. Und ich kann nicht sagen... dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Wenn du meinst, dann halt nicht. Aber ich wollte mich ja für nichts von beiden entscheiden, ne? So ist es halt manchmal. Machst nichts und wirst trotzdem gefickt. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nein. Oder doch? Oder ja? Ich weiß es nicht, ja? Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Hm. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß schon.
was bisher geschah bei Until Dawn. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, wie tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Furcht. Ah ja. Scheiße. Gar nicht gut. Nee. Nein, gar nicht gut. Mike, Sanatoriumsgelände, 1 Uhr und 3. Naja, das sieht nach einem Eingang aus. Na? Alle hopp. Und fürs Erste schon mal ganz zufrieden, dass es Jess anscheinend auch bisher noch geschafft hat. Eine der Todestoten war ja schließlich, dass sie genau an dieser Stelle beim Fahrstuhl stirbt. Aber das hat sich schon mal nicht erfüllt. Zwar hat sie auch nicht so wenig an wie in diesem Glückstotem, aber vielleicht so schon mal ein ganz guter Kompromiss. So, das ist also das alte Sanatorium. War bestimmt mal ganz schick und schön abseits vom Schuss. So, da. Das kenne ich auch noch. Glückstotem. Ist natürlich immer ziemlich gemein, dass diese kleinen Fetzen, naja, nicht unbedingt prophezeien, also sich nicht unbedingt prophezeien müssen, dass sie nicht unbedingt in Erfüllung gehen. Beziehungsweise, dass man mit den Fetzen gar nichts anfangen kann und dann, wenn sie kommen, ist es manchmal sogar zu spät. So, da war ein bisschen schneller. Es ist schließlich kalt. So, und wir nehmen den Nebeneingang. Ich weiß gar nicht, ob die Tür offen ist, aber egal. Super. Geschlossen. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ja. Wir werden so oder so den Eingang hier nehmen. Weiß gar nicht, ob man den nehmen muss, aber hier gibt es definitiv dann noch was zu holen. Finster wie im Bärenarsch, ey. Ja. So. So, jetzt muss ich mich selber erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden. Genau, hier ist die Tonne, die brauchen wir.
gleich. Da, haben wir noch eins, genau. Das wollte ich noch. Das war nicht gut. Los und nochmal. Na dann mal hoch mit dir, Sunny Boy. Dich nicht so. So, schön vorsichtig. Ja, gut. So, haben wir definitiv noch einen Totem bekommen. Und hier geht's auf jeden Fall auch rein. Wow. Schon besser. Mhm. Findest du, ja. Das sehe ich zwar ein bisschen anders, aber. Zum Glück ist er so unauffällig. Was zum? Na? Genau, fällt auch gar nicht auf. Lockt. So, Chapelle Security Pass required. Wir brauchen also einen Sicherheitsausweis. Okay. Den werden wir hier auf jeden Fall finden. Es dauert nur ein bisschen. Blackwood Pines Sanatorium, eröffnet 1922. Admin. Okay. So, dann gehen wir mal ein bisschen noch auf die Suche nach Hinweisen, was hier so los war. Ah. Oh, da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Und du doch auch. Was haben wir denn hier Hübsches? Ach ja, 30 Stechuhrkarten. Ist das krass. So. Das hatten wir. Diese Geräusche. Morgue, okay, da geht's zur Leichenhalle. So, was war hier? Kaputte Kamera. Okay. Huch. Dann gehen wir erstmal hier lang. Wir wollen uns ja schön gründlich umgucken. Nicht, dass hier mir noch irgendein Hinweis entgeht. So. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen.
Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein oder Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem die Befestigung in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen war, und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Breck, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Ja, die kaputte Kamera. Das geht's nicht rein. Och, okay. Da blinkt noch was. Die Ratten. Was haben wir denn hier Hübsches? Medizinischer Bericht, bitte. Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine. Hatten wir angenommen, Männer sind völlig ausgemerkt, erschöpft, verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Psychologische Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach 23-tägiger Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Flügel A wurde abgeriegelt. Ja. Und um die Uhr, da. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bowen melden. Ja, 12 Bergarbeiter. Aber 30 Karten für eine Stechuhr. Und sie haben Notrationen gefunden. So. Immer besser und besser. Was haben wir hier? Achso, okay. Ist die Tür versperrt? Ist hier sonst noch was? Nein. Gut. Aber diese Krähe hier reinkommt, weiß ich beim besten Willen nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir noch brauchen. So. Gucken wir erstmal hier rein. Oh, da. Ach du Scheiße. Ein Fixierstuhl, okay. Was war denn hier los? Das weiß ich nicht, komme ich da rein? Eigentlich will ich mir das gar nicht genauer angucken. Nee, geht auch nicht. Okay. Dann ist ja gut. Okay, das ist so für die Leichenhalle. Hier wurden halt Leute untergebracht. Oder ist das nur das Bettenlager? Das ist schon am Rosten und am Verfall, natürlich. Ach Gott, ja. Hundis. Da liegt noch was. Eine Notiz.
Schnüffler, Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. 12 Überlebende. Ich würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Blutleck wird zum Problem, bitte Anweisung, alles klar. Ein Telegramm aus alten Tagen. Da geht's raus. Okay, sieht nicht so aus, als ob hier sonst noch was weh. So ganz kurz, ne? Kollege. Ganz kurz. Hat er mich schon erwischt. Auch wieder so perfekt inszeniert und in Szene gesetzt. Mann, Mann, Mann. Und wieder so eine Ratte. Gibt es ja noch irgendwo Hinweise? Ach, das hier ist so ein Beobachtungsraum und da ist noch ein Stuhl. Zumindest wirkt es gerade so. Nee. Komme ich zu diesem Stuhl rüber. Dich fasse ich nicht an. Ich habe den Fehler gemacht beim allerersten Mal. In dieser Kiste ist eine verkackte Bärenfalle, in der man dann festhängt und sich mindestens von einem Finger verabschieden muss. Die Scheiße mache ich nicht. Hey, na das wird ja hier immer besser. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte? Ja, die brauchst du oben mir schließlich auch. Maul nicht. Da lang. Gucken wir mal, was der Doktor so aufgehoben hat. Uah. Relativ wenig hier. Nicholas Bowen, Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. So, was haben wir hier drüben? Raus. Auch nicht wirklich viel. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. 24. Februar 52. Hiermit bestätige ich, dass. Warte nochmal. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. bis zum 24. gekümmert habe. Zuletzt am 24. Leben gesehen habe, Todesursache schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, wird das folgende ausfüllen, Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Zusätzliche Anmerkungen, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Ja. Oh, nee. Entschuldigung. Dann bitte darüber. Und das Klacken dieser Falle im Hintergrund. Klack, klack. Scheiße, ist das krank! Aber die hier brauchen wir trotzdem. Okay, sehen wir mal. So. Sonst noch irgendwelche Geheimnisse für uns? Nein, hat er nicht.
Okay. So, dann probieren wir es mal aus. Klack. Tür ist offen. Karte ist wieder eingesteckt. Na dann. Oh, 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 oh. Und immer noch klack, klack. Klack, klack. Nicht schön. Was will man von so einem alten Gemäuer erwarten? Seit rund 50 Jahren stillgelegt ist. Ach, hier geht's hoch, okay. Und noch weiter hoch. Oh! Scheiße, hat der mich erschrocken. Der hier schon kam. Ich dachte, er kommt erst eins höher. Hui. Alter. So ein Arschloch. Dreckshund. Oder Wolf. Ja. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Das kannst du auch nicht machen. So. Dann müssten wir jetzt hier wieder in der Vorhalle ankommen. Genau. Und jetzt haben wir die Sicherheitskarte und können hier durch die Tür, also durch. Klick. So. Wow. Ah, nichts tun. Gar keine schlechte Idee. Komm schon! Komm schon! Na? Genau, dann nehmen wir einfach mal den hier. Zack. Und stecken die ein. Zigarren. Das geheime Zigarrenversteck. Die wir ja schon irgendwoher kennen. Da steht noch eine Kiste. Zack. Und... Genau. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Das probiere ich auf jeden Fall gleich. Wollte mal gucken, wie es so rum ist. Wusste ja, dass der da einen Knochen drin hat, so ist nicht.
Und meistens hole ich die erstmal ein bisschen später. Also meistens bei den letzten zwei Malen halt. So, kann man hier noch irgendwo... Nee. Hier kommen wir nicht lang. Wo ist denn das Wölfchen? Kleiner Freund. Da bist du. Ganz ruhig. Ja, sehr gut. Okay, es geht also auch so. Ganz brav. Ruhig. Hm. So ist es brav. Sehr schön. Status-Update. So. Gefällt dir das? Ja? Sehr gut, dann haben wir den Wolf jetzt auf jeden Fall auf unserer Seite. Naja. So, dann war da hinten, glaube ich, da war ich noch nicht. Hier ist offen. Tatsache. Was für ein Freak. Bigfoot gesichtet. Footprints found. Local man found dead. Ja, ein bisschen crazy wirkt das Ganze hier schon, so ein bisschen durchgeknallt. So, was haben wir hier? Hm, okay. Zack. Exit. Gut. Sehr gut. Hm, aber wo lang? Da geht's rein. Ist hier noch irgendwas von Bedeutung? Nein. Okay. Dann da rein. So, bevor ich da runtergehe, gehe ich hier nochmal im Kreis gucken. Scheiß Kamera. Nee, da ist nichts. Da hinten in der Ecke. Ah, also noch ein Toter. Todestotem. Ja, ja. Mal schauen, ob wir es so weit kommen lassen. Was haben wir denn hier noch? Die Wundermänner. Minenrettungsfoto. Von den 12 Geretteten. Das würde ich mir eigentlich gerne nochmal angucken. Okay. Gerettet wurden. Update, da steht es. Es gab 30 Stechuhrkarten aus der Mine. 12 von 27 Hinweisen. Ja. Fehlt ja auch eigentlich noch ein bisschen was. Oh. Gut, dann kann ich, glaube ich, hier jetzt runtergehen. Müsste ja alles haben. So. So, wo ging es denn jetzt lang? Alles so da hinten oder nicht? Oder hier vorne? Nee, hier liegt auch nichts mehr rum. Da ist auch nichts mehr. Okay. Also hier. Hm. Mist. Na gut. Natürlich.
So. Ja. Okay. Nicht so schlau. Deswegen. Oh, oh, oh. Vollidiot. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Ja, das stimmt. Aber, ehrlich gesagt, ja, machen wir ein Päuschen, oder? Ach, ein bisschen machen wir noch, wa? Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ja. Ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Du willst jetzt an deinen Freunden zweifeln, ja? Blöde Troller. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Wo kommt die her? Wunderst du dich überhaupt nicht? Hinweis entdeckt. Axt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ja. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Ja, aber du. Los. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Schön, dann mal los. Du packst das schon. Okay, dann los. Naja, zack, 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 zack. Oh, verdammt! Los! Das dauert viel zu lange. Oh mein Gott! Das ist pechschwarz. Ist echt nicht mein Ding. Ich bin ja hier, Em. Ich kann nichts erkennen. Hier steht so viel Krempel, über den ich ständig stolpere. Schon okay. Ist oh. Da ein Riegel? Oh. Irgendwas? Oh Mann, das sind Spinnen hier drin. Mach halt die Fresse. Wie soll ich das machen? Hier ist es stockdunkel. Vielleicht hätte ich die Axt ihr in den Kopf hauen sollen. Matt? Hey, Matt! Matt, bist du noch da? Ja. Matt, im Ernst jetzt? Ich stehe direkt vor dir. Bitte. Okay, was sollte der Scheiß? Was? Ich stehe da im Stockdunkeln zwischen Spinnweben und Dreck und... Du gehst einfach weg! Em, ich war... Schluss mit Em! Wusstest du gar nicht, dass das geht? Ich bin im Vertrauen, dass ich vielleicht darauf gesetzt hätte, dass du mich vor den schlimmen Dingen hier draußen beschützen kannst. Und ich bin absolut stinksauer! Oh, Em, hör auf. Tut mir echt leid. Ich habe nicht nachgedacht. Tja, du hast das ja nicht so mit Nachdenken. Mhm. Oh, Gott. Verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Ja, ein bisschen. Noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut.
aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Und alles ist total demoliert. Ja. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Na? Ranger Path, Cable Car. Jemand hat hier. Hey, da! Feuerwachtturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Ja, vielleicht. Oder. Naja, gut. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Na, der Schlüssel fehlt doch. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Sag ich ja. So, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachtturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Wir müssen? Was passiert, wenn man ihr widerspricht? Probieren wir es doch mal aus. Ich weiß nicht, Emma. Das könnte klappen, aber ich finde, wir... Ich meine, wir sollten zurück zur Lodge. Wir sollten nachsehen, was bei den anderen los ist. Warte. Im Ernst? Wieso willst du nur ständig zurück zur Lodge? Willst du vielleicht in dein Zimmer und heulen? Was? Nein! Ja. Sei keine Pussy, wir müssen das tun, Matt. Gut. Sagt die Oberpussy. Schön. Was immer du sagst. Huhu, Status-Update. Okay, mit Josh bin ich besser dran, aber der ist tot. Mit Emily habe ich es mir ein bisschen verscherzt und mit allen anderen bin ich auch so ziemlich im Keller. Außerdem ist Hilfsbereitschaft derbe runtergegangen. Oh, Moment. Na? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. So. Na los, lauf, Troller. Was ist dauernd? Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Benny. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ja. Ach komm. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Auf einmal. Vorsichtig. Okay. Na gut. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Gleich runter. Ja. Kalt, bloß die Sappel. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Ja. Aber es hat auch nichts gebracht, sie nicht zu retten, weil dann würde sie da hängen, dann hätte man sie ja doch retten müssen und so weiter. Okay, das muss es. Nicht, brauchen wir einen Plan? Wenn nicht, falls Vielleicht, nicht. Das muss einfach. Können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Ja. Bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung.
Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. So tut er das, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Da hat sie ausnahmsweise mal recht. Das macht ihre Art und Weise einfach nicht unbedingt erträglicher. Mann, hier könnte so ein schöner Ausblick sein. Oh, da liegt wieder ein Toter. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Na? Und ich höre schon wieder die Hirsche. Glückstotem. Definitiv. Und da ist auch noch ein Weg, den wir uns als erstes angucken. Ach, na, guck mal eine an. Das ist doch genau die richtige Brücke. Hinweis entdeckt. Wow, das ist Bess Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Ja. Kommt da noch was? Nee, okay, hier geht's nicht weiter. Leucht mich nicht so an, dämliches Vibesbild. Und die Wapiti-Hirsche im Hintergrund. Ah, wollte gerade sagen, festgebackt. Das wäre ganz witzig, finde ich. Ja, auch so eine Stelle, was für ein Ausblick. Oh Mann. Pass auf, wohin du trittst, Matt. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ja. Sei still. Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Scheiße! Shit! Und wieder Entscheidungen zu treffen. Oh. So. Freunde. Auch wenn ich eigentlich bis früh am Morgen spielen wollte, muss ich ehrlich sagen, kriege ich doch tierisch Kopfschmerzen. Ihr nehmt es mir nicht übel. Wir machen einen anderen mal weiter. Und ja, ist ja nun, glaube ich, auch nicht so wild. Aber ich würde mich doch, glaube ich, lieber gerne hinpacken, damit ich die Kopfschmerzen loswerde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und hattet Spaß bisher. Wir zocken auf jeden Fall noch zu Ende, weil ich möchte das Ganze als Let's Play auch auf YouTube komplett haben. So ist nicht. Und ja, morgen gibt es wahrscheinlich Alien. Und mal gucken, ob Junk denn hier sitzt oder ob beim Skype mit dabei ist oder so. Wird also auch nochmal lustig, weil ich mich wieder zu Tode einfach erschrecken. Vor allem, wenn ich hier alleine sitze. Das wird gemein, richtig gemein. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaut ansonsten mal bei den anderen Videos rein, bei YouTube oder bei Twitch. Es sind ja auf beiden Seiten mehr als genug Videos von uns mittlerweile. Und ja, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.